und herzlich willkommen hier zu eurem wöchentlichen News-Update auf Dr. Freud. Ich bin Flo und das hier ist das Schwert von Ben Swallow. Was das mit der nächsten News zu tun hat, weiß ich auch noch nicht. Ich reite einfach gern auf Memes von letzter Woche rum. Es gibt genau zwei Sachen, die mir richtig Angst machen. Die erste ist, wenn Gandhi in Civilization 5 anfängt mit Atombomben um sich zu schmeißen. Die zweite, künstliche Superintelligenz. Wenn dann beides zusammenkommt, dann haben wir eine neue Civ 5 Mod, die von niemand Geringerem entwickelt wurde als den Forschern an der Cambridge University. Noch genauer gesagt, von den Forschern des Center for the Studies of Existential Risks. Die untersuchen an der Universität von Cambridge alle möglichen Gefahren für die Menschheit und versuchen darüber aufzuklären. Dabei kam der Forscher und Entwickler Shai Shapira auf die großartige Idee, wie bringe ich Leuten Gefahren effektiv näher? Eventuell in Form eines Videospiels. Und zack, eine Civ 5 Mod war geboren. Diese trägt den Namen Super Intelligence und erweitert das Spiel um KI-Technologien, die dem Spieler sowohl unglaublich helfen und ihn wahnsinnig schnell voranbringen können, oder aber die gesamte Menschheit auslöschen. Denn sollte sich der Spieler entscheiden, diese superintelligenten künstlichen Intelligenzen zu nutzen, sich selbst und seine menschliche Integrität dabei allerdings überschätzen und zu wenige Punkte in KI-Sicherheit investieren, dann denkt sich die KI irgendwann, Moment mal, ich bin doch den Fleischsäcken da völlig überlegen und fängt an, sämtliche Menschen auszurotten, was in einem Instant Game Over mündet. Die Forscher der Universität von Cambridge sind sich einig, ein Videospiel, genauer gesagt Civilization 5 und diese Mod sind super dafür geeignet, einer breiten Masse die Komplexität der Bedrohung der Menschheit durch künstliche Intelligenz näher zu bringen. Boah, mal gucken, wie es sich so anfühlt. Olli! Jo. Installiere Civilization 5! Der Overwatch-Konkurrent Paladins möchte in Zukunft mit einem Battle-Royale-Modus auftrumpfen. Der trägt den passenden Namen Paladins Battlegrounds und ja, nicht nur das Logo sieht irgendwie bekannt aus. Der Spielmodus ist, wie allerdings von einem Battle-Royale-Modus zu erwarten, 1:1 so, wie ihr ihn aus, was weiß ich, Fortnite oder eben PUBG kennt. Große Map, bei Paladins allerdings mit verschiedenen Klimazonen und Vegetationszonen auf einer Map, 100 Spieler, die Teams bilden oder sich alleine durchschlagen können und einer Todeszone bei Paladins in Form von Nebel, die jeden umbringt, der sich innerhalb dieser Todeszone und außerhalb des sicheren Kreises befindet. Ihr kennt das Prinzip, es ist immer das gleiche. Paladins Fans dürften sich darüber freuen, dass die Größe dieser Battle Royale Maps so angegeben wird, dass die Entwickler davon ausgehen, dass sie im Schnitt 300 Mal größer sein werden als die Standard-Maps des Spiels. Außerdem wird es Zeppeline geben, die Epic und Legendary Weapons droppen und Mounts, also Reittiere, mit denen ihr euch schneller über die Map bewegen könnt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, fest steht laut Entwickler aber, 2018 geht der Battle Royale-Modus online. Und apropos Battle Royale... Kaum ein anderes Spiel hat die Gamer-Community 2017 so aufgewirbelt wie PlayerUnknown's Battlegrounds. Der PUBG Corporation CEO Changhan Kim sieht sein Spiel mittlerweile als viel mehr als nur ein Spiel. PlayerUnknown's Battlegrounds hat aus seiner Sicht das Zeug zu einem multimedialen Phänomen. Animation, Animationsserie, Bücher, Comics und vor allem, das sähe er in Zukunft am liebsten, ein Spielfilm. Auch Interessenten aus der Hollywood-Riege, vor allem aber von Netflix, hätten wohl schon an seine Tür geklopft und er kann sich vorstellen, dass dieses Battle-Royale-Setting eine tolle Vorlage für eine Filmumsetzung wären. Kollege! Battle-Royale ist ein Film von 2000, basierend auf einer Novelle von 1999. Ich will ja nicht sagen, gibt's schon. Aber gibt's schon. Und besser zu werden als dieses Original, das wird schwierig. Daran haben sich schon manche so die Zähne ausgebissen. Tribute von Bale. Kommen wir zu einer News-Story, zu der mich Olli gezwungen hat, weil er lange darüber lachen musste. Olli ist ein einfacher Mann. Und wenn Olli Wörter wie Pussyfucker69 liest... So viel dazu. Ihr habt keine Ahnung, worum es geht? Macht nichts, dafür sind wir ja hier, respektive ich heute. Blake Martinez ist Footballspieler, genauer gesagt Footballspieler bei den Green Bay Packers. Und da tackelt er gerne Leute um. Das tut er allerdings gerne auch virtuell. Genauer gesagt, bei Dota 2.
Kürzlich erzählte Martin Ness allerdings in einem Interview, wie es dazu kam, wie er an Dota 2 überhaupt herangeführt wurde, nämlich durch einen guten Freund, der ihm auch gleich einen Account erstellte, mit dem Namen Pussyfucker69. Das und der Umstand, dass Martinez auch noch relativ erfolgreich Dota 2 daddelte, führten auf seinem Campus immer wieder dazu, dass er von Freunden und Kollegen darauf angesprochen wurde: Ey, du spielst doch Dota 2, gib mir doch mal deinen Nickname, können wir mal zusammen zocken. Und er jedes Mal damit reagieren musste, dass er seinen Nickname gar nicht genau wisse und gib du mir doch lieber deinen, dann adde ich dich. Jetzt, 6 Monate später, hat ihm endlich jemand verraten, dass man seinen Nickname ändern kann. Jetzt heißt er also PackerNation50. Finde ich eigentlich fast schade, ich fand den davor irgendwie eingänglicher. Naja, macht nix. Für solche Namen wird man in anderen Spielen gebannt. Oh, und apropos gebannt werden. Wird man in League of Legends von Riot Games permanent und für immer gebannt, dann ist man, ihr kommt wahrscheinlich selber drauf, permanent und für immer gebannt. Diese schmerzliche Erfahrung musste auch der Twitch-Streamer und hauptberufliche Troll Tyler One machen, bis, Achtung, Präzedenzfall, sein Account nach 613 Tagen Permabann von Riot Games wieder freigeschalten wurde, er also wieder LOL zocken darf. Was muss man eigentlich machen, um von Riot Games permanent in LOL gebannt zu werden? Nun, bei Tyler One war das relativ eindeutig. Hate Speech, Beleidigungen, Account Sharing und Betrug. So hat er beispielsweise Matches manipuliert, sich irgendwo regungslos hingestellt, das dem anderen Team allerdings vorher auch gesagt, sodass die Gold farmen konnten, und generell getrollt und durchbeleidigt bis zum geht nicht mehr. Laut Riot Games hätte er sich allerdings gebessert, was den Bann aufgehoben hat. Eventuell hat aber auch ein kleiner Fauxpas eines Riot-Mitarbeiters da weitergeholfen. Der hat Tyler One nämlich in einem Chat von 2017 den Tod gewünscht. Ich denke, man kann in diesem Präzedenzfall von einer gütlichen Einigung sprechen. Aber ey, ihr seht, wenn ihr permanent gebannt worden seid bei LOL, das muss nicht für immer sein. Ihr müsst euch nur bessern. Oder ihr kriegt einen der Mitarbeiter dazu, euch den Tod zu wünschen. Wenn man einen Weltrekord brechen will, muss man in einer Disziplin wesentlich besser sein als der Rest der Menschheit. Oder aber man ist Jonas Nubbins Gudi-Neubauer und macht das ganz aus Versehen. Der Twitch-Streamer hat nämlich den Rekord für das Erreichen von 300.000 Punkten in der kürzesten Zeit für Tetris auf dem NES gebrochen. 1 Minute 57 hat er dafür gebraucht, das hat er selbst anfangs gar nicht mitbekommen, dann allerdings Blut geleckt. Einen Tag später stellte er sich nämlich hin und hat den nächsten Weltrekord gebrochen, diesmal absichtlich. Nämlich das Abbauen von 100 Reihen in der kürzesten Zeit. Er brauchte dafür 3 Minuten 15 und hat damit den alten Rekord von 3 Minuten 17 um, na, wer kann's ausrechnen? Richtig, Frodo, 2 Sekunden geschlagen. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Zum Schluss noch eine nette kleine News für alle Dragon Age Fans wie mich und hoffentlich auch euch zum Beispiel. Das Spiel Dragon Age 2 ist mittlerweile gut 7 Jahre alt, wir alle erinnern uns aber voller Freude zurück an Varric, den Zwerg, der so gerne Poet wäre. Immer wieder erzählte er in-game von all den Büchern, die er schreibt, über all die Abenteuer, die er erlebt hat, und eines dieser Bücher kommt jetzt tatsächlich raus. So wirklich, als Hardcover, zum Lesen und Blättern. Auf toten Bäumen. Dragon Age Heart in Hightown soll das heißen. Klingt entweder ein bisschen nach Porno oder so einer Hangover-Story. Wer weiß, wir werden es sehen. Am 30. Juli 2018 erscheint das gute Stück. Und wer es vorbestellen will, kann das jetzt schon mal machen. Wir haben auch einen Rev-Link dazu in der Videobeschreibung. Kann man auch draufklicken. Wisst ihr Bescheid. So, Freunde, das war's mit eurem wöchentlichen News-Update hier auf Dr. Freud. Wer noch Bock auf andere News hat, den News gibt's auch noch, kam heute eine neue Folge raus, jeden Montag. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle auch jeden Montag wieder. Heute Abend auch jeden Montag könnt ihr euch um 20 Uhr allerdings noch im Stream nicht nur Planet Centauri, sondern auch die furchtbar hübschen Visagen von Olli und Frodo reinziehen. Ich bin dann ab nächsten Montag wieder mit im Stream dabei. Ich guck mir jetzt erstmal ein richtig schönes Blumenkohlsüppchen. Bis dahin, ich sag Tschüss, die anderen rufen Tschüss. Olli? Tschüss! Frodo? Tschüss! Tschüss! Der Overwatch-Konkurrent Paladins. Was hab ich gesagt? Swole? Scheiße, dann mach ich das doch glatt nochmal. Mach mal einfach aus und einen neuen Take. Auf Memes. Ficken! Ficken! Nochmal! Das Spiel Dragon Age 2 ist mittlerweile gute 7 Jahre alt, aber wir alle wichsen. Was? Ficken! Ich hab mal kurzes Aufnahmetourette. So! Und sie beinhaltet einige Technologie und erweitert das Spiel um einige.
KI-Technologie. Der trägt den passenden Namen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum. Ein Öffentlichkeitsdatum. POBG Corporation CEO Cheng Han Kim. Das kann kein Mann sagen. Nein. Kürzlich erzählte. Jetzt heißt er also. Keine Ahnung. Wer ist er überhaupt? Ich fand den anderen davor irgendwie angenehm. Nun ein Tyler Once. Der Twitch-Streamer hat nämlich. Der Twitch-Streamer. Jetzt ist vorbei.